Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Theo Minecraft. Na, habt ihr eure Hausaufgaben schön brav gemacht? Ich werde diese nämlich jetzt kontrollieren. Naja, was heißt kontrollieren? Ich zeige euch einfach mal, wie es richtig geht. Also, im letzten Video haben wir Folgendes gebaut. Wir haben uns ein Fahrstuhlkonzept angeguckt, bei dem man auf diesen Knopf drückte, der Fahrstuhl fuhr nach oben. Und ich habe euch gesagt, ihr sollt nun zu Hause zwei Command-Blöcke mal programmieren, dass der Fahrstuhl runterfährt. Ich habe euch auch schon gesagt, einer davon ist conditional, der andere ist unconditional. Und das Ergebnis, also die Lösung der Hausaufgaben, sehen wie folgt aus. Natürlich, viele Lösungen führen zum Weg. Ich zeige euch jetzt die Lösung, die ich nehmen würde. Also, Scoreboard Players, ich würde nämlich einfach mal Folgendes machen. Ich nehme jetzt beide Commands, die wir bereits haben, und copy und paste die einfach mal rein. Und kehre nun alles in den Command-Blöcken um. Remove mache ich entsprechend zu Add. Dann mache ich hinten die Zahl 2 zu, ja, minus 2 quasi, aber das habe ich schon durchs Add gemacht, alles klar, brauche ich nicht. Aber in diesem Command mache ich dann plus 0,2 zu minus 0,2. Aber es gibt noch eine kleine Gemeinheit, über die vielleicht einige von euch gestolpert sind. Und zwar muss das mindestens hier weg. Und hier muss eine minus 1 rein. So, denn wenn hier nur Score-Lift gleich steht, bedeutet das maximal. Das heißt, solange... Also der Fahrstuhl führt diesen Befehl nur dann aus, solange der Score von Lift, wie soll ich das formulieren, kleiner als minus 1 ist. Ne? Also jetzt wird es funktionieren. Es ist halt ein bisschen Logik, mit der man sich auskennen muss. Aber ihr seht, tada, es funktioniert. Und damit haben wir unseren Fahrstuhl abgeschlossen und fertiggestellt. Ihr seht, so wunderbar funktioniert dieses Konzept und exakt das gleiche Konzept nutze ich auch in meinem Haupthaus. Allerdings ist das ein wenig abgefahrener, denn das, was ich euch gezeigt habe, ist, sowas nennt sich dann didaktische Reduktion. Das heißt, ich habe bewusst komplizierte Sachen versucht, etwas einfacher darzustellen, denn in meinem Haus ist es leider nicht so leicht, wie ihr es gesehen habt. Also das, der Prinzip funktioniert genauso, aber hier gebe ich ein Level an. Das bedeutet, ich gebe absolut an, dass der Fahrstuhl absolut an Position 780 fahren soll. Und hier gebe ich absolut an, er soll an Position 585 fahren oder an Position minus 260. Ihr müsst das ja immer relativ machen. Ihr könnt ja dem Fahrstuhl sagen, fahr 10 Blöcke höher oder 10 Blöcke tiefer. Hier kann ich absolut sagen, fahr genau an diese Position und der Fahrstuhl tut das. Und das tut dann zwei Arten. Einmal wird er schnell und drei Blöcke, bevor er sein Ziel erreicht, wird der Fahrstuhl langsamer und hält dann an. Das hat viel ein bisschen mit Minecraft-Mathematik zu tun, weil bevor der Fahrstuhl überhaupt irgendwas macht, gibt es hier einen kleinen, ja, Algorithmus, kann man das nicht nennen. Aber ihr seht hier, Scoreboard Players, Hashtag Lift, minus 1000, Test, LF, minus 99, dann Operation Lift, minus gleich, also ihr seht schon, hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun, weil er rechnet als erstes aus, wohin der Fahrstuhl fahren muss. Und dann benutzt er allerdings genau die gleiche Technologie, ihr seht hier, Scoreboard Players at Lift Engine Lift 5 und dann Teleport at E LFK1 Engine. Ihr seht, das sollte euch vielleicht bekannt vorkommen. 0,5 Blöcke relativ nach oben. So, falls euch das interessiert, könnt ihr euch ja selber mal die Command-Blöcke angucken. Ihr findet sie in meiner Redstone World, die ihr euch selbstverständlich downloaden könnt. Einfach mal hier runtergehen, unter dem Lift, direkt hier unter der ersten Etage des Liftes, einfach mal mit Game Mode 3 nach unten gehen und da habt ihr sie, die ganzen Command-Blöcke. Könnt ihr ja gerne angucken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das versteht. Und vor allem schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eure Hausaufgaben richtig gemacht habt. Denn dann gibt es von mir eine gedachte Sonne ins Hausaufgabenheft. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Bis bald und ciao.